Infrastrukturmaßnahmen gefordert. Die Industrie- und Handelskammer Offenbach hat heute im Rahmen ihrer Jahrespressekonferenz an die zukünftige Landesregierung appelliert, zahlreiche Investitionen in die Verkehrssituation zu tätigen, etwa in den Bau der Regionaltangente West im Schienenverkehr. Außerdem müsse die Drehkreuzfunktion des Frankfurter Flughafens erhalten bleiben, so die Kammer. Dies sei wichtig für die Flexibilität der international agierenden mittelständischen Betriebe in der Region. Daneben solle die Design- und Kreativwirtschaft weiter gefördert werden. Besonders die renommierte Hochschule für Gestaltung steht dabei im Fokus. In den Augen der Industrie- und Handelskammer, wir vertreten ja hier über 43.000 Unternehmen in Stadt und Kreis, spielt die HFG eine ganz zentrale Rolle, da mit Design ein Feld belegt wird, was nicht nur aktuell, sondern auch in der Zukunft von wesentlicher Bedeutung ist. Die IHK Offenbach setzt auch wieder auf die interkommunale Zusammenarbeit. Bis Ende 2014 soll ein Wirtschaftsförderungskonzept für die Region Offenbach erarbeitet werden.